Hallo und herzlich willkommen zu City Skylines hier auf meinem Kanal. Ich wollte mal wieder eine Runde City Skylines spielen und dachte mir, warum nicht dabei auch aufnehmen. Ich beginne auf der Karte Newbie Harbor, wie man sieht, komplett leer, aber finde ich persönlich trotzdem schon recht schön angelegt. Hier im Startquadrat haben wir schon mal mindestens ein Kreisel, die Autobahn ist mit drin. Und hier hinten nochmal eine zweite Ausfahrt, eine Bahnanschluss. Also es sieht alles sehr, sehr schick aus. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ein bisschen an, gucken, wie sich die Stadt entwickelt, wo es hingeht. Einfach mal, just for fun, eine Runde los. Also fangen wir mit Straßen an. Ziehen wir eine bis hier runter. So, dann verlängern wir die Straße. Oh, die würde ich schon gerne wissen. Genau. Ein bisschen kurviger machen, dass die sich so ein bisschen an das Bahngleis anschmiegt. Hier soll meine Industrie dann erstmal hin. Und hier vorne rein wieder gerade Straße. Soll dann erstmal mein kommerzieller Bereich. Fangen wir direkt an, ziehen uns hier so ein paar Häuser rein. Wobei, sollten wir vielleicht nochmal ein oder andere Straße abzweigen lassen. Wie gesagt, jetzt am Anfang erstmal relativ gitterig, sage ich jetzt mal, dass Blöcke entstehen. Einfach um nicht so viel Platz zu verschwenden. So erstmal. Von hier ziehen wir da einfach mal eine Straße hier rüber. Von hier hier rüber. Von hier gerne kurvig. Hier ran. Bis hier. Nee, geht so nicht. Schade. Ah, dann von hier nach hier. So. Und jetzt fangen wir an. Ein paar Gebiete schon mal einzuzeichnen. Hier, hier, der Bereich. Wir können hier schon mal ein paar Anwohner hinziehen. Direkt hier kommerzielles Zentrum. Hier machen wir direkt ein bisschen Industrie ran. So kann sich auch schon mal ein bisschen ausbreiten. Brauchen wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr von. Achso, starten sollten wir das Spiel auch. So, da brauchen wir natürlich Wasser. Wasserversorgung hole ich mir hier hinten irgendwo raus. Dann hier fangen wir an abzupumpen. Und Fäkalien leiten wir einfach erstmal hier ein. Gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. So. Wobei, was ist denn das für ein Anschluss hier, wenn ich den anschließe? Mal gucken, ist das das, was ich vermute? Würde ich jetzt gerne mal gucken, weil hier unten habe ich irgendwo in der weiter Ferne entweder eine Wasserversorgung oder eine Abwasserversorgung gesehen. Hier. Mal gucken, was es ist. Wir sehen jetzt mal, wenn die Häuser bauen, was sie verlangen. Ob sie Wasser und Abwasser haben oder nicht. So, bis jetzt schreien sie noch nichts. Sieht also recht gut aus. Wir haben Wasser. Ach, Strom wäre ganz gut. Und da
Liebe ich es schmutzig. Ins Industriegebiet ein Kohlekraftwerk. Jawohl, ja. Jetzt gucken wir mal weiter. Weil dann reißen wir nämlich erstmal hier die Wasserversorgung. Die Abwasserversorgung ab. Solange sich keiner beschwert, scheint das wohl zu funktionieren. Habe ich aber irgendwie bei der Beschreibung der Karte nicht gelesen gehabt. Aber gut. Lassen wir uns überraschen. So. Wollen sie anfangen zu bauen? Ah doch, sie schreien nach Wasserversorgung. Also doch. Einmal hier. Zack. Und das braucht natürlich vermutlich auch noch Strom. Obwohl... Nee, doch, hat er. Hat er verbunden. Strom hat er. Jawohl. Schreien sie auch nicht mehr. Sehr schön. So, und jetzt fangen sie an zu bauen. Ich ziehe überall noch mal ein paar Straßen rein. Gerne von hier kommt noch mal ein Anschluss. So. Hier hinten haben wir wahrscheinlich noch kein Wasser. Wobei hier können wir jetzt die Industrie schön groß ziehen. Hier ziehen wir jetzt so Stück für Stück noch weiter Straßen ran und rein. Ich weiß, sieht nicht besonders gleichförmig aus, aber genau so möchte ich es gerne haben, weil so blocktechnisch, wenn man immer nur so 90er Blöcke macht, also es quadratisch macht, sieht auch so unnatürlich aus. Ich hätte es gerne, dass es so aussieht, als wenn es natürlich gewachsen wäre. So, na. Ach, nicht genügend Geld. Okay. Das ist natürlich schade. Zu wenig Geld ist immer nicht gut. Dann machen wir hier noch ein bisschen Wohneinheiten hin. Und dann vermute ich mal, wenn wir ein bisschen schneller laufen lassen, dass dann ziemlich schnell die Leute ranziehen hier und dass es dann auch ein bisschen Kohle gibt. Dann müssen wir ein bisschen schneller vorspulen lassen. Ich habe quasi alle DLCs installiert hier. Einzige, was ich jetzt nicht drin habe oder erstmal ausgemacht habe, sind die Naturkatastrophen. Die mache ich an, wenn ich so ein bisschen angefangen habe, so ein bisschen Geld verdient habe. Muss auch sagen, ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. Und mal gucken, wie es sich jetzt hier so entwickelt. So, jetzt lassen wir es hier weiter ein bisschen wachsen in diese Richtung. Im Moment haben wir noch alles zur Verfügung. Sieht gut aus. So, wir können uns ja schon mal angucken, was wir denn hier... Achso, sehen wir noch nicht, was für Ressourcen wir hier in der Nähe haben. Schade. Naja, machen wir das hier erstmal noch weiter. Wächst und gedeiht. Gleich sind wir im Plusbereich. Jetzt geht's los. Und jetzt gucken wir einfach, wo überall Bedarf besteht. Das erweitern wir dann.
die hier so die Industriegebiete, da müsste aber auch eigentlich genug da sein. Da dürfte er nicht so schnell jetzt rummörsern, dass Platz fehlt. Mal sehen, sieht man so ein bisschen die Kartenübersicht. Wenn ich jetzt, glaube ich, hier drauf klicke, sieht man ein bisschen mehr. Aber ich finde die Karte recht spannend. So, gucken wir uns mal das Treiben hier in der Stadt an. Also Zuschauerzahl hätte ich jetzt fast gesagt. Unsere Bewohnerzahl wächst. Ne, gleich wird der nächste Meilenstein freigeschaltet, gibt wieder ein bisschen Kohle. Müssen wir anfangen, Schulen zu bauen und so weiter. Aber ihr kennt das ja sicherlich. Aber Zuschauerzahlen ist eigentlich doch kein so schlechter, kein schlechtes Stichwort. Ich wollte mich schon mal bedanken für die Abonnenten, die ich bis jetzt habe, für die über 200 Zugriffe auf meine Videos. Vielen, vielen lieben Dank. So, das war's. Jetzt sind wir schon ein kleiner Weiler. Haben ein bisschen Kohle dazu bekommen. Und das investieren wir jetzt auch gleich erstmal in eine Schule. Schulen sind immer wichtig. Nehmen wir eine Grundschule, 160 die Woche. Große Schule, 240 die Woche. Nö, nehmen wir hier so eine kleine Grundschule. Setzen wir die hier relativ zentral. So. Freuen sich alle. Gucken wir mal. Was ich die letzten Male immer falsch gemacht habe, das werde ich definitiv diesmal anders machen. Bei mir kommt jetzt ziemlich schnell der Friedhof. Weil wenn nachher die Leute sterben und dann alles vollläuft, das ist schlimm. Das kriegt man selten wieder in den Griff. Oder brauche ich die überhaupt schon? Das ist erst die nächste Stufe mit denen. Den Friedhöfen, weil da muss ich jetzt aufpassen. Ja, oder? Ist tatsächlich noch nicht nötig. Aber ich glaube, die Arztpraxis wäre nötig. Aber dann nehmen wir hier so eine kleine nur. Ich habe hier so ein paar Mods drauf, unter anderem hier so ein Arzt. Oh, 400, ne, ist zu viel. 200, was kostet der Standard? 600, ne? Ne, auch 400. Nehmen wir hier erstmal so eine kleine. So, das sollte erstmal reichen als ärztliche Versorgung. So, jetzt gucken wir mal, wie der Bedarf ist. Schon alles Wohngebäude voll? Nö. Da ist also noch genug Platz, um sich auszubreiten. Wie sieht es mit der Wasserversorgung aus? Strom haben wir genug. Wasser ist auch super. Dann lassen wir es weiter wachsen und gedeihen. Bauen wir hier schon mal die ersten Wohnungen an der Küste lang. Da freuen sich die Bewohner sicherlich. So, da muss noch eine Straße rein. So. Machen wir hier wieder. Noch weiter zu Wohngebieten. Machen wir hier die Ecke schon mal voll. So, wie sieht es aus mit Industrie? Industrie könnte mehr, ne? Also machen wir hier noch die nächsten Industriebereiche rein.
Hier noch. Hier noch. Wasserversorgung. So. Dann hier noch so ein bisschen kommerziell. Machen wir da noch eine Straße rein. So, dann können wir hier schon mal die Strommasten ein bisschen abreißen. Dürfte sich jetzt ruhig verbunden haben. So. Guck mal, ob wir jetzt schon mal sehen, was es für Industriemöglichkeiten gibt. Nee. Dann sehen wir nur den Verkehr, Verschmutzung, Wind, Gesundheit, Bürgerzufriedenheit. Müll. Brauchen wir tatsächlich jetzt schon die Müllabfuhr? Gibt es die schon? Ich glaube nicht, ne? Doch. Ja, wir haben keine Mülldeponie. Aber die setzen wir hier oben mit dran. Alles ist schon. Auf geht's. So. Und jetzt warten wir wieder, bis wir ein bisschen Geld gesammelt haben und bis die Bevölkerungszahl wieder gewachsen ist. Schauen wir uns das Treiben hier mal ein bisschen an. Ach, sieht doch schön aus hier. Schmuckes kleines Dörfchen. Gucken wir uns mal an, wie es hier aussieht. Ja, die könnten die, glaube ich, auch schon bald aufleveln. Na, hier sieht man nichts. Ich dachte, das wäre eine nützliche Information, aber anscheinend nicht so. So. Wächst und gedeiht alles noch vor sich hin. Zum Meilenstein haben wir noch so ein bisschen. Gucken wir mal, was wir hier ein bisschen mehr Geld sammeln. Ganz schön schmutzig hier schon. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier alles. Ja, und hier auch wieder, ob und wie ich dieses Projekt weiterführe, muss ich mal sehen. Ist jetzt erstmal für mich nur so ein kleines Experiment, wie es ist. Ob ich wieder Spaß an dem Spiel habe. Weil ich bin ehrlich, ich nehme nachher auch nur Sachen auf, wo ich selber Spaß dran habe. Ja, es wird doch langsam. Nicht mehr lange, dann sollten wir aufleveln. Ne, hier kommt, ist ja schon das erste. Größere? Nein. Dachte, hätte vielleicht schon das erste aufgelevelt, aber sieht nicht so aus. Ja, 1400 haben wir jetzt, die wir einnehmen. Das ist doch super. Gehen wir mal ein bisschen Gas hier, lassen wir die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. Damit es auflevelt, damit wir die nächsten Gebäude bauen können. Und dann will ich die auch erstmal alle aufleveln lassen. Und ich will nicht zu schnell zu groß werden.
Ist schon bald soweit. Schön, wie alles größer wird. So, und gleich ist soweit. Hier seht ihr. Bing! Ein würdiges Dorf sind wir jetzt. Jetzt haben wir schon die ersten Industriespezialisierungen. Feuerwehr. Müssen wir dann anmachen. Die Polizei natürlich. Und wir könnten uns das nächste Quadrat ausruhen. Aber das machen wir noch nicht. Erstmal machen wir jetzt hier weiter. Erstmal wollte ich sehen, ob jetzt schon der Friedhof freigeschaltet ist. Nein, das sieht gut aus. Dann nehmen wir jetzt tatsächlich eine kleine Feuerwache. Einfach so eine große nehmen, 560, 112. Nehmen wir sogar die. Die Bekannte aus dem Film Ghostbusters. Na, genau hier in Kreisel. Perfekt. So, und jetzt noch eine kleine Polizeiwache. Da müssen wir auch nichts Großes haben. 112. 480. 480. 240. Na, weil also für so ein kleines Dorf brauchen wir ja nicht so riesige Polizei und Feuerwehr und so. So, das reicht doch schon. Und jetzt müsste in der Theorie doch schon die Leute gleich anfangen aufzuleveln. Ich weiß, ich hatte früher mal so einen Mod, da konnte man sehen, was ihnen fehlt zum Aufleveln. Aber gucken wir mal. Da, da ist eins aufgelevelt. Habt ihr einen grünen Pfeil gesehen? Da ist es. Sehr schön. Jetzt holen wir uns die Gebäudestufe 2. Und wo wir hier weitermachen, gucke ich mir nachher an. Hier hingehe. Weil, wie man sieht, das ist ja auch nicht gerade klein alles. Hier gibt es so viele schöne Sachen. Gucke ich mir so im Nachhinein mal an. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier weiter aufleveln. Weil dadurch, dass wir hier aufleveln, brauchen wir auch erstmal so schnell keine neuen Gebiete zuweisen. Aber jetzt müsste ich sehen, welche Ressourcen wir hier haben. Genau. Hier vorne ist ein bisschen Wald. Hier kann man ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Öl. Haben wir denn Öl hier in der Nähe? Weil das wäre immer so das Erste, wo ich nachgucke. Weil wir nicht vielleicht irgendwo Öl haben. Da oben ist Erz. Weil Öl ist immer recht wichtig. Damit kann man gut am Anfang Geld machen. Aber schön, das mit den Erzen würde ich dann vielleicht auch übernehmen. Gucke ich mal, dass ich hier vielleicht als nächstes dieses Gebiet hier nehme. Da müssten wir eigentlich schon fast im Erzbereich sein. Können wir da auch tatsächlich Bahnhöfe dran anschließen? Ne, ich kriege leider nicht weitergeguckt, ob man hier ein bisschen Öl sieht. Ich muss mir die Karte tatsächlich, glaube ich, nochmal im Workshop angucken. Ein neues Gebäude. Na gut. Noch haben wir ja nicht den Bedarf für Friedhof, deswegen lassen wir das auch erstmal. Kommerziellen Bedarf hätten wir. In den blauen Gebieten. Gucken wir mal. Ach, hier ist noch. Also da können sie nicht noch ein bisschen aufbreiten, wenn sie wollen. Lassen wir es noch mal ein bisschen aufleveln. Ah,
Aber ich würde sagen, bis zum, bis er sich hier wieder aufgelevelt hat und wir die nächste Stufe erreichen. Wie ist denn das hier mit den kommerziellen? Die sind noch nicht hoch. Da ein paar haben schon aufgelevelt. Industrie noch nicht aufgelevelt, aber ich glaube, die können das auch später erst. Naja, das war es auf jeden Fall schon mal für die erste Folge bis hierhin. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.